Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir gegen Redo und Ivar gekämpft, was ein richtig nerviger Kampf war. Und, sind von der Spyros AG geflüchtet und jetzt wartet Julius zusammen mit mir ein Triglyph. Und da gehen wir jetzt hin und, wow, da ist sogar Triglyph. Was für ein geiler Zufall. Ich hätte gedacht, wir haben am anderen Ende irgendwo, aber naja. Mal kurz noch mal gucken. Muss ja immer kurz die Boss hier noch mal angucken. ESS Plun. Warum sind die so beschissen hier angeordnet? Mila. Kann es sein, dass deren Level wirklich von meinem Level abhängt? Oder bin ich echt so gut irgendwie im Rennen, dass ich ausgerechnet genau das Level ab. Wie die hier. Warum sind die jetzt ganz oben? Das ist ja nach den Dings geordnet, habe ich so das Gefühl, nach dem Ort. So, 68, 67. Puh, keine Ahnung. Einfach Glück. So, ich muss immer noch kein Geld zurückzahlen. Das kotzt mich ein bisschen an. Ich weiß nicht wieso. So, ich habe den Dingens hier erledigt. Skaliablatt. So, jetzt haben wir die Silbermedaille. Sehr gut. Jetzt können wir hier ein paar Sachen machen. Nehmen wir das mal an. Also das ist das Einzige, was wir machen können. Sehr gut. Bei mir Schlucht. Machen wir irgendwann. Ja, wo ist er? Ich gehe mal irgendwo in ein Gasthaus und ruhe mich aus. Sind die anderen hier? Nein, verdammt. Ich neu rumlaufen kann. Sag mal, geil. Okay, hier sieht man den gruseligen Planeten nicht. Also Planeten, aber Kanan sieht halt aus wie ein riesiger Planet. Ich werde meine Schulden zurückzahlen. Nur so kriege ich Belohnungen. Ich kann mir nicht vorstellen, die einfach so über den Haufen schmeißen. Sieht ja eigentlich mit den Beziehungen aus. Ich glaube da nicht, dass das ich glaube wirklich nicht, dass der Part hier noch lange mit der Story zu tun hat. Ich habe so das Gefühl, wenn wir keine Ahnung, Julius oder so gefunden haben, dann ist das Kapitel auch zu Ende. Hoffentlich. Dann können wir uns wieder so nebensächliche Sachen. Kann man nicht holen wir noch mal ein paar Items? Weil, ja. Wer weiß, was passiert. Langsam bin ich doch ein bisschen nervös. Gegen Mila, gegen Redo und gegen Dingens Ivar gekämpft die ganze Zeit. Also seit ich hier am Aufnehmen bin, wieder heute. Seit das Kapitel begonnen hat, bin ich am Aufnehmen. Und wo ist der Typ da? Mila! Julius. Ich freue mich, ich mache direkt ein Salto. Oh, there you are. Is everything okay with you? Yes, but it was a close one. Julius stepped in and saved me. Ach, wäre der auch da gewesen, wenn wir oben geblieben wären und uns durchgekämpft but not before leaving me with this message. Come find me when you've steeled yourself. Steeled? Julius has told me how to get inside the land of Canaan. In order to enter, you have to build yourself a soul bridge. A soul bridge? Oh. How do we build that? So das, was Redo werden soll? It requires a human sacrifice. Only a powerful member of the Kresnik family will suffice. Oh, ich sehe genau, wohin das führt. We have to use either Luger or Julius's life. Yeah. Where is Julius? He said he left a letter for Luger back at the house. Let me make a little prediction for you. You'll regret leaving this place until the day you die. Actually, that's not all. Julius left a message for us, too. Verdammt. Kapitel 14 erledigt. Ich habe das Gefühl, wenn wir this job is for a really rare item. I don't know if we'll find it through normal means. Why not ask the cats to do it?
They're always coming back with rare items. Jetzt kann ich gar nicht mehr zurückzahlen. User in Rideau. What is with that Rideau guy? He's repulsive. He reminds me a bit of the way you used to be. How dare you? To even suggest that I used to be like that is, well, fairly accurate, I suppose. In those days, I killed many people for the sake of justifying my existence. But all I really wanted was an escape from the insecurity of my own loneliness. Muse. It's a past you must never forget. I know that. I guess I have no business criticizing Rideau. Glaubst du, dass Rideau auch einsam ist? Ich kenne nur die Muse, mit der ich gerade rede. Ja. Why, thank you. That's very kind. But if you knew the real me, who you are right now is the real me. Jude, even you believe that? We cannot change the past, but there is no need to let our pasts dictate our future. To fully overcome your past, you must accept the spirit you've become. Yes, jo. I need to do that. After all, I'm not alone anymore. Jo. Eivers Pflichten. Ja, okay. Is it okay to leave Ivar behind like that? Ivar has been my handmaid since the day he was born. He's devoted his entire life to me. I couldn't bear to impose my will upon him any longer. Especially when you're not long for the human realm yourself. I must admit it has been difficult managing without him. Like selecting my clothes. I've always relied on him for that. I made this outfit myself based on garments that Ivar created for me in the past. Da steht ihr großartig. Findet ihr nicht, Gaius? Ihr beide habt offenbar viel zusammen durchgemacht. Wollt jetzt nicht so. Indeed we have. He's been cleaning the shrine and seeing to my needs since he was younger than El is now. When I would meditate, he would declare that he would protect me and patrol the shrine with a sword that was bigger than he was. Although I often rose from my meditations to find him snoring against a tree. That's cute. But somehow it makes me jealous. Do you look after Mila like that in the spirit realm? Why, yes. Of course. I am her big sister, you know. That's a lie. You do no more than you must. You never clean. And the four and myself are constantly having to take care of you. I'm not surprised. That's how it went when we were together, too. What? Come on, Luger. Don't look at me like that. Ich habe ein ganz anderes Bild von den Hauptbösewichten now jetzt. I understand how difficult poor Ivar had it. Meine Katze ist zurückgekehrt, sehr gut. Ein altes Holzschwert. Perfekt. Werde ich ja wohl das Tier noch auch kriegen. Diesen Part. So. Er hätte trotzdem mal da reingucken können. Oh Gott, nee, das hat Katzendingen. Ah. Ach, wahrscheinlich in dem Zimmer hat immer verschlossen war, ne? Okay, da geht die Story weiter. Verdammt. Ich kann meine Schulden nicht zurückzahlen. Ich war so kurz davor, die Hälfte zurückzuzahlen. Ja, genau. I never imagined you'd be so much at home on the streets. I am capable of many things. Sehr gut. Aber ich kann wieder neue Sachen machen. Katzensichtung 28. Boris. Sack, Gummifischlis. Beasleys Befehle. Nur keine Angst, Goldabzeichen und so was. Ultimativer Tornado. Tut mal die Gentlemans hier kaputt hauen. Gebrochener Damm. Ach so, das ist ein Ding, okay. Dann gehen wir mal wieder Zeugs ab. Mein Gott, wie viele Dinger bekomme ich denn jetzt immer? Verdammt. Goldwürfel. Okay. Klingt gut. Die können wir ja fertig machen. Also versuchen fertig zu machen. Haben wir jetzt alle wieder... Ja. Was jetzt?
Machen wir die Gentlemen's mal platt. Einige davon. Oder machen wir das hier mal. Ludger, Mila und Elise. Okay. Und wo muss ich dafür hin? Prinzessin, werde ich ja wohl zwei haben. Heiliger Bimbam. Meine Güte, was? Wie viele habe ich? So viele Charaktere habe ich doch gar nicht. Boah, ich glaube, ich bin schon sehr kurz vorm Ende. Okay. Machen wir das mal. Kann ich mich überhaupt hier drin bewegen? Hallo? Na gut. Hi Vera, na? Okay. Na gut, machen wir die Story-Mission schon mal. Und hier und da ein paar kleine Sachen. In der nächsten Folge werden wahrscheinlich die ganzen Charaktermissionen, die ich habe, gemacht. Sehr gut. Ist überhaupt nicht viel. Danke dafür, dass ihr mir die Prinzessin gebracht habt, die ich euch gebetet habe. Mein Gott. Dieses Mal habe ich eine besondere Belohnung für euch. Wofür willst du die Prinzessin verwenden? Bisley bat mich, das Grab seiner Frau damit zu schmücken. Heute ist es 22 Jahre her, dass Cornelia verstorben ist. Sind alle beide für sie? Nein, der zweite Strauß ist vor Cornelias jüngere Schwester, Claudia Kresnik. Mhm. Sagte sie eben, Kresnik? Bist du mit ihr verwandt, Luca? Ich weiß es nicht. Kresnik ist ein recht häufiger Name in Olympios. Etliche der bekannteren Familien wie Bakur und Martha haben zusätzliche Titel wie Nachkommen von Kresnik angenommen. Doch nur nach 2000 Jahren kommen einige Dinge nicht aus der Mode. Aber was bedeutet schon ein Name? Nur ganz wenige können heute noch die Kraft des Chromatus heraufbeschwören. Ist Claudia Kresnik ebenfalls gestorben? Sowohl Claudia als auch Cornelia haben in der Bakur-Residenz gedient. Claudia ist vor fast 21 Jahren spurlos verschwunden. Ein Jahr nachdem ihre Schwester gestorben ist, das ist seltsam. Bisher hat Generaldirektor Beasley immer noch Cornelias Andenken mit diesen Blumen gewürdigt. Deshalb frage ich mich, warum jetzt? Warum bittet er auf einmal um Blumen für beide? Ich habe keinen Schimmer, aber sicher hat sie Beasley viel bedeutet. In der Blumensprache bedeutet Prinzessin ja unbezahlbarer Schatz. Dennoch. Wie auch immer, ich möchte euch allen dafür danken, dass ihr mir geholfen habt, den Wunsch von Generaldirektor Beasley zu erfüllen. Ich stehe in eurer Schuld. Gerne. Dann. So viele Dinger noch. Hier ist auch eine Mission, was? Ich glaube, ich habe einen wichtigen Punkt erreicht. Sicherheitsabzeichen, ja super. Manchmal lieber Tornado. Ärger in der Tantalienkluft. Goldmarke kriege ich danach. Sehr gut. Die Viecher kann ich wieder alle fertig machen. Da kann ich abgeben. Verdammt. Da kann ich auch abgeben. Das auch. Werde ich wahrscheinlich alles wieder offscreen sammeln und dann abgeben. Das ist der Plan. Elite-Monster kann ich auch irgendwann machen. So, wir haben jetzt einige andere Missionen noch hier anscheinend. Was ist da? Das ist irgendwas Grünes, einfach so. Machen wir das mal. Vielleicht schaffen wir die beiden Gnome auch noch. Gnome, Gentlemen, meine ich. Wenn von der Spider-Sack geht zur Sicherheitswänge verwendet, okay. Ja, die brauche ich sowieso jetzt nicht mehr. Ich habe schon beinahe mit allen Charakteren alles gelernt. Wir sind sehr kurz vorm Finale, oder? Oh, Nova!
Will sagen, ich kann meine Schulden wieder zurückzahlen. Ich wette, da ist einer froh, dass seine Schuldentilgung in Regel verschoben wurde, nicht wahr, Ludger? Wir sitzen die aktive Schuldeneintreibung nur vorübergehend aus. Ihr müsst jemanden ganz oben kennen. Wie auch immer, du bist frei, zumindest fürs Erste. Hey, denkt dran, das bedeutet nicht, dass ihr eure Schulden erlassen worden sind. Jawohl. Wenn ihr die Zahlung einstellt, müssen wir euer Konto als säumig klassifizieren. Sagen wir einfach, wir mussten dann einen etwas anderen Ansatz folgen, was unsere Kundenbetreuung betrifft. Hä? Was ihr damit sagen will, ist, ich finde, es war ziemlich eindeutig, was ich damit meinte. Ihr könnt also jederzeit vorbeikommen und eure Schulden in Raten abzahlen, die ihr für angemessen haltet. Wir sehen uns bestimmt wieder. Sehr gut. Danke, aber ich kümmere mich um seine Finanzen. Keine Sorge. Alles klar. Sehr gut, wir können wieder Geld zurückzahlen. Yay. Ich muss deine Schulden jetzt nicht mehr zurückzahlen. Das ist toll, aber kannst du dich einfach so deinen Pflichten entziehen? Natürlich nicht. Du wirst das Richtige tun, indem du L2 drückst, um Dora anzurufen und deine Schulden zu begleichen. Du kannst den Rest zurückzahlen, wann du willst. Aber halt, das war noch nicht alles. Du wirst vom Nova von ganz tollen Belohnungen bekommen, wenn du deine Schulden zurückzahlst. Darunter auch tolle neue Kostüme. Boah, geil. Es lohnt sich wirklich, all deine Schulden zu begleichen. Wenn du es schaffst, wird etwas ganz Tolles passieren. Also los, jetzt schnapp dir deinen Sparschwein und ab zur Bank. Nova to Luger. Come in, Luger. Eins. Lass mal. 3, 5. Zack, dann haben wir genau die Hälfte. Boah, geil. So, ich habe jetzt die Hälfte zurückbezahlt. Da muss ich doch irgendwas Geiles kriegen von. Komm her. Absolute Abwehr. Okay, Freundschaftstränke haben wir auch noch ein paar, ne? Ja, lassen wir. Elise eingeben oder 2. Habe ich kurz mit ihr schon fast alles. Aber jeder hat ja irgendwie so eine Geschichte, da kriegen wir sowieso noch Punkte, das wäre irgendwie Verschwendung. Lass mal erstmal. So, dann machen wir jetzt ganz schnell die Typen platt. Den verdammten Gnome, ey. So. Wo sind denn die? Die kann man auch schaffen. Besiege Gentle Sylph. Alte Vikalmine und Vermeer Schlucht, okay. Vermeer Schlucht. Alte Vikalmine, verdammter Dreck. Ja. Meine Katze eigentlich zurückgekehrt? Ich glaube nicht. Jetzt ist sie zurückgekehrt. Sehr gut. Schutzbrille, altes Holzschwert und so. So. Los, ich nehme einen. Ne, egal. Geh weg. So. Ey. Was zum Teufel? Aha. Ich will nicht kämpfen. Tschüss. Ich möchte mich auch nicht im Kramatis verwandeln, Mann. Er hat da irgendwelche Auswirkungen, ich weiß es. Das kann ich doch nicht machen. So, wo ist hier so ein Typ? I know you're there. I'm gonna get ya. Du, komm her. Da habe ich wieder was Schönes gesehen. Finstertrunk. Stop! Hammer time! Goldbacko. Oh. Der ist ja überhaupt nicht stark. Haben wir auf jeden Fall noch viel zu tun hier, charaktermissionmäßig. Jetzt so gut ist. Wird ja nicht so gut, weil dann dauert das ja noch lange, bis wir das Spiel durch haben. Was war hier? Ich meine hier. Das ist ganz schnell. Einfach kaputt hauen. Ich
Ich muss aber offscreen nicht mehr so viel leveln, habe ich so das Gefühl. Weil die ganzen Dinger, Missionen kommen alle am Ende. Also das mal erstmal. Meine Güte, das dauert doch ewig, wenn das so weitergeht. Und shoot! Dauert doch noch ewig, bis ich ihn kaputt krieg. Ich wollte doch eigentlich diese verdammten Gentlemans erledigen. Da kommt so ein Typ vorbei und hält mich hier auf wieder. Das heißt, er hält mich auf. Ich muss ja nicht gegen ihn kämpfen. Ich will's aber. Mal greife ich mich an, wenn es geht. Sehr gut, Elise. Ich schön die Mystic Art reinhauen, dann wird er der wohl auf mich was bringen. So, komm her. Verdammt, ich Idiot. Okay, wird schon reichen, hoffe ich. Ja, das sieht ja schön normal ab. Ne. Mann. Hilfe. Ich Idiot, Mann. Ist gut. Also, frag doch. Schon mehr hast du nicht mehr hier. Blutig. Komm schon. Okay, den kenne ich noch gar nicht hier. Kombination. Ist gut, Mann. Nicht die ganze Zeit auf mich. Ich wollte schon sagen, kann ich irgendwie unendlich schießen? Mach doch mal. Leck mich. Geh weg von Rowan, Mann. Ah. Da wird nicht treffen, oder? Ja, komm schon. Noch ein paar. Sehr gut. Well done. You're such a good boy. Well, I could get used to this. Oh Mann. Grüner Abschluss. Aber man hat eigentlich nur für sie und ein bisschen Geld gemacht, ne? So, wo ist jetzt dieser Bastard? Geh weg. Jetzt bin ich natürlich nicht hier, den ich suchen will. Da, du, komm her. Du. Ich, ja. So, komm schon. Boah, leck mich am Arsch, du. Willst mir jetzt nicht auf den Nerven gehen. Leck mich. Verreck. Was er gesagt hat, ich mich ruhig etwas mehr hier kümmern kann, aber das heißt jetzt nicht, dass ich so lange Zeit habe. Jetzt ob ihr mir schluckt, ganz schnell. Zack. Schon ein seltenes Viech war da wieder. Egal, möchte ich jetzt nicht. So, ich geh jetzt
ganz doll hier oft rein und raus. Da, perfekt. So, jetzt komm du. Dann haben wir es auch endlich heute. War es auch wieder. Haben wir wieder genug geschafft heute. Ja, das Gute ist, ich kann jetzt Geld sammeln, wie blöd. Und kann dann in riesigen Mengen zurückzahlen, anstatt jetzt immer hier bis zum bestimmten Betrag zu sammeln. Alles gut. Obwohl, aufs Game werde ich jetzt wahrscheinlich sowieso nicht mehr viel machen. Erstmal kommen die ganzen Charaktermissionen, das wird wahrscheinlich lange dauern. Zack, ultimativer Tornado und Prismenband, ja super. Irgendwas abgeben, ja, Bams. Verdammt. Meine Katze. Ja, okay, ist gut. Da würde ich sagen, ich beende den Part hier. Und wir kümmern uns in den nächsten 20 Folgen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja. So viele Charakter habe ich doch noch nicht mal. Na gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.